Boy! Ich fahr schon seit 5 Jahren Moped und hab's noch nie hingekriegt, sicher auf dem Hinterrad zu fahren. Wenn man jetzt jeden Tag trainieren würde, wie schnell würde man das schaffen? Ich probiere jetzt das erste Mal ein bisschen auf dem Hinterrad zu fahren. Tom! Ey, gut, Alter! Oh, Alter, ich bin voll abgeschmiert, ey! Du? Oh, Alter, ich bin übel hingeflogen. Oh, Scheiße. Oh, oh, Scheiße. Oh, oh. Das ging schnell. Oh. Oh. Okay. Gut. Da kamen die Bremsen einen Ticken zu spät. Dieses hier Spiel! Wenn du hinten runterkippst. Kurz mal gucken, was hier los ist. Okay. Denkt immer dran, wenn ihr Wheelies macht, kloppt eure Armaturen nicht übelst fest. Lasst die Armaturen lieber einen Ticken nachgeben. Vor allem, wenn ihr keine klappbaren habt. Einfach ein bisschen loser lassen. Sonst brecht ihr euch schnell was ab. Hier die Seite habe ich auch ein bisschen loser. Einfach Flexibilität reinbringen. Jo. Ansonsten hat der Pack was gebracht. Hier ist nichts. Wo habe ich denn die Schlüppen? Auspuff. Rücklichtkappe. Oh. Der Lenkeranschlag ist abgebrochen. Von der Gabelbrücke. Ja, ich wollte mir sowieso. Oh. Ja gut, das war glaube ich vorher schon. Ich wollte mir sowieso an den Enduro-Stremlenkanschlag ranschweißen lassen. Das hält nämlich nichts aus. Hä, wo ist denn das Moped auf dem Boden geschliffen? Es ist irgendwie keine Spur. Großartig. Ich wollte halt immer höher, ja, damit ich dieses Rollen habe. Und dann war einfach irgendwie so der Reflex absteigen drin. Ja, ich wollte bremsen, aber der Reflex sagt was anderes. Oh, der Lenker ist ein bisschen schief. Ich spanne ihn. So. Und dein Rücklicht ist lose jetzt, ja. Das ist ein bisschen hergeflattert hier. Oh. Ach, da ist das ganze Ding hier verbogen, oder was? Oh, Alter. Du glaubst gar nicht, wie schnell das geht, dass du da hinten kippst. Aber sonst ist doch alles heile, wa? Ja, aber ich nicht. Oh, ich muss ja mal kurz Pause machen. Vor allem Ellenbogen. Boah, ey, wenn sowas passiert, dann hab ich gar keinen Bock mehr. Das kann ja jederzeit passieren. Du kannst jederzeit nach hinten kippen. Ich hab mir irgendwie vorher immer nur Gedanken über das Moped gemacht. Aber nicht so, dass ich auch irgendwie Verletzungen von mir tragen kann. Alter, ich sag dir so, wie es ist. Das liegt an diesem Drecks dritten Gang. Ich krieg diesen. Ich muss ja die ganze Zeit im zweiten fahren. Und da ist, wenn ich oben bin, das Gas so ruppig. Ich gebe einen kurzen Gasschub. Dann machen wir jetzt erstmal weiter, wenn es mir besser geht. Weil ich wollte ja eigentlich jeden Tag trainieren. Aber ich dachte, du willst so schnell wie möglich das können. Also musst du doch jetzt schnell wieder ran, oder was? Ja, aber das bringt ja nichts, wenn ich Schmerzen habe. Und ich würde sowieso lieber erstmal das Moped richtig zum Laufen kriegen. Ich glaube, ich lasse den Zylinder nochmal ausschleifen, weil irgendwie richtig Kompri hatte ich auch nicht mehr. Das, was mir halt am meisten auf den Sack geht, ist einfach, dass ich die ganze Zeit im zweiten Gang üben muss, weil ich im vierten die Karre nicht hochkriege. Ja, keine Ahnung, aber lass doch trotzdem einfach nochmal probieren. Das muss ja irgendwie gehen. Da muss es ja eine Lösung für geben, oder was? Ja, aber nicht heute, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Nee, komm, wir machen das jetzt. Du hast dir ein Ziel gesetzt, wir machen jetzt den dritten Gang hier fertig und dann kannst du so fahren, wie du willst. Dann klopp mal die Karre jetzt auf. Oh, Alter, ey. Jetzt klemmt das hier alles, ey. Kein Bock. Ey, das lief so gut vorhin. Mann, ey. Alles im Sack gibt's. Alles. Rücklichtkappe kaputt. Wo ist denn meine Ratsche, Alter? Willst du mich verarschen? Da. Die hatte ich da jetzt schon. Hier, den so. Ratschenschlüssel, meine ich.
Boah. Ich bin übelst auf den Arsch gefallen, Alter. Oh, jetzt hocke ich hier noch so hin, Alter. Oh, das Öl sieht ja schon scheiße aus. Dicke Ori-Kuppel. Und was ist jetzt hier deine Sorge? Warum schaltest du nicht? 2 bis 3 mm. Ey, ist ja alles Schrott, ey. Boah, ey, was ist denn das jetzt für ein Scheiß hier? Also ich hab's auf jeden Fall mit weniger Spiel eingebaut, da könnt ihr euch sicher sein. Naja, dann müssen wir das auch noch heile machen. Ey, dann kommen wir ja nie zum Fahren. Boah, ich lasse das erstmal. Wichtig ist jetzt erstmal, dass der hier auch schaltet vernünftig. Bring mal hier irgendwas. Doch, das ist der Erste. Warte mal, man muss ja auch eine Schaltwalze einbauen, die für Viergang ist. Ja, man muss. Hey, vergessen! Ich hab die falsche Schaltwalze eingebaut. Die lag einfach auf dem Tisch, da hab ich die für den Dreigang eingebaut, die Schaltwalze. Nico, hättest du sonst noch eine Schaltwalze, die für Viergang? Nee, nur mein Motor drin. Ja, bräuchte ich eigentlich mehr fahren, wenn das ihr alle. Guck mal, so kann ich doch nicht fahren. Das, ja, klar, dann muss ich das erstmal neu kaufen. Bist du bis jetzt auch, du kaufst das neu und fährst erstmal so weiter, bis es da ist. Dann muss ich ja wieder im zweiten Gang weiterfahren. Jo, kannst du doch. Ist mir das Gas einfach viel zu ruppig im zweiten Gang. Los, bau zusammen jetzt, wir fahren weiter jetzt. Ja, dann los. Ölwechsel muss ich auch machen. Captures my eye with a soft tender smile. She's touching my lips with her fingertips. Jetzt fährt man irgendwie doch mit einer höheren Angst, so, ja. Hast du noch ein bisschen Schmerzen am Ellenbogen? Dann hast du irgendwie so vom Kopf her jetzt nochmal rumfliegen oder so? Ah! Also ich würde jetzt aufhören, aber ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Und Fuß auf der Bremse lassen. Auch wenn du denkst, du kippst, bremst und nicht, ja, weißt du? Without her love. That she used to wear, the memories of our love surround me everywhere, and I know I can't go on now that she's gone. Ich fühle mich jetzt schon wieder ganz gut. Ich konzentriere mich jetzt auf einmal hin. Also ich rede viel weniger als am Anfang. Reicht aus für heute. Sturz dabei gewesen, aber viel dazu gelernt. Ich bin wieder weiter reingekommen in die Kipppunktphase. Kann wirklich mehr rollen mit leichten Gasschüben. Wir sehen uns gleich. Ich bin nämlich morgen beim Kumpel, der das schon relativ gut beherrscht. Der zeigt mir noch ein paar Tipps und Tricks. Dann trainieren wir morgen. Bis gleich. Everybody's Tag 3, Wheelie Baller Challenge. Heute wird weiter trainiert. Ich bin heute mit ein paar Jungs unterwegs. Der eine, der hat da sogar schon ein bisschen Druck. Ne, wir ballern heute noch ein bisschen, damit ich das schnell drin habe. Die
Challenge ist ja, so schnell wie möglich hinzukriegen. Deswegen trainiere ich jeden Tag weiter und weiter. Schon kurz vor 4 wird gleich dunkel. Das heißt, wir ballern jetzt los und ihr seht ein paar Aufnahmen. Körpergewicht. Körpergewicht nach hinten bringen beim Hochziehen. Ja, ich muss einfach noch weiter im Kipppunkt, oder? Ja, nicht mal unbedingt. Versuch mal im vierten. Im vierten ist das viel entspannter. Du hast keine so ruppige Gassanahme weg. Versuch mal, fahr mal hoch und komm mal im vierten zurück und versuch mal. Ich wollte eigentlich lieber einen Ticken langsamer wheelen und mehr im Kipppunkt. Ja, kannst du mit im vierten Jahr hoch. Ich beschleunige ja nur, weil ich nicht hoch genug bin. Ja, aber du hast gehört. Ja, ich höre es ja selber. Der Gang ist am Ende, also da kommt nicht mehr. Ja, aber ich muss höher kommen einfach, weil ich hab Schiss. Kopfsache. Ja. Das ist ja das, was du vorhin schon angesprochen hast. Größtenteils ist das nur Kopfsache. Aber irgendwann muss es halt passieren. Und du musst dich mehr trauen. Wie hast du deine Hinterradbremse eingestellt? Greift die sofort oder greift die langsam? Nee, so mittelmäßig. So mittelmäßig, naja. Probier dich ran. Anders gelernt habe ich so nicht. Boah, ich hasse es, wenn so viel zu gucken. Glaube ich. Ah, ist nur Bob. Ich dachte, da sind noch ein ganzes Auto voll. Alter, Bob! Ja. Ey, Bob, ich habe keinen dritten Gang. Alter, bei mir, ich habe letztens ein Wheelie gemacht, wollte im vierten schalten und es auf einmal knalltet übelst und seitdem klappert irgendwas im vierten. Ey, Kugel durch. Da ist die Kugel gebrochen. Ich brauche einen dritten Gang jetzt. Ja, ich fahre immer nur einen zweiten Wheelie. Wenn ich im vierten dann bin, Alter. Ja, wenn ich im vierten bin, dann fahre ich 60, Alter, weg mich da morgen. Ich kann eigentlich nicht machen. Nee, ich fahre 70. Ich habe mich um. Das ist behindert. Ich habe mich schon 50 im Rollen. Nee, Alter, dann bin ich lieber schön im zweiten, schön whip, whip. Ja, irgendwann drehst du den aus und da musst du mit Körpergewicht da hinten gehen. Rast innen unten und dann zieht die hoch. Das knallt immer und dann bin ich oben. Mach ich ihn jetzt? Im vierten? Feuer, weiter. Weiter drin nehmen. Du hast keinen dritten. Nee, ich hab keinen dritten. I got the juice. Boy, too clean. It running my jeans. Der wackelt komplett. Sag mal, wie locker ist der? So locker. Im zweiten ist scheiße. Also, ich hab erst im zweiten probiert und dann ist jetzt im dritten Schritt. Ja, ich würde auch gerne im dritten. Ritze ist lose. Vorpasse, Werkzeug. Ritze ein bisschen lose. Was ist denn das für eine Größe? 24? Einmal bin ich ja zu weit nach hinten, da ich mich voll erschrocken, weil ich voll reingelatscht. Da darfst du dich nicht erschrecken, das ist normal. Das ist Kipppunkt. Prinzipiell kriegst du Kipppunkt raus, indem du die Karre einfach am Stand hochziehst. Dann merkst du, wann du Kipppunkt bist. So. Ich krieg die so nicht mehr hoch jetzt. Ja, meine Packs sind da im Weg. Und so bist du aufs Maul. Ja, aber selbst so kippst du ja noch nicht mal von alleine. Dann noch ein Stück weiter.
Jetzt. Ja, du hast, also, du hast ja noch Körpergewicht von mir. Ja, stimmt. Du hast ja schon eine Maul. Guck dir mal drücken dann. So war ich. So musst du wählen. So ist dunkel. Wir haben trainiert, keiner ist in den Fallen. Schade. Tag 3 rum. Man merkt auf jeden Fall schon Verbesserungen. Also ich arbeite jetzt ab und zu mal öfter mit der Bremse. Aber so richtig in Kipppunkt ist halt irgendwie vom Kopf her noch nicht so drin. So gestern mit Kenny geflogen, das zieht irgendwie voll. Wenn du da oben bist und dann denkst du die ganze Zeit daran, irgendwie, dass du in die geflogen bist. Morgen machen wir weiter. Morgen wieder mit Nico. You see